Moin zusammen! Ja, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Bemalvideo wieder mal anfangen, heute bemalen wir Helldiver, dazu zeige ich euch gleich noch was, habe ich vom lieben Friesenhammer, das ist eine Tabletop-Club hier oben im Norden, hat mir der liebe André den Dungeon in a Box geschenkt, für unten in meinem Pub. Und den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, schaut mal. Der ist kompletti tutti selber gemacht. Ja. Hier hast du kleine Orks. Hier hast du irgendeinen Eingang. Ja, hier stellen wir den Ork hin zum Beispiel. Hier ist der Held. Ja. Hat er selber gemacht. Finde ich voll cool. Ja, hier so ein paar Kultisten. Ja. Wie ihr seht, hier verschiedene Sachen drin. Ja. Super, weil was hat er gesagt? Da kannst du dann erklären, was Tabletop ist. Da kannst du erklären, was Tabletop ist. Ja. No. Hier ist die Prinzessin. Die soll geopfert werden von den Kultisten. So. Die müssen wir retten. Ja. Und. Genau, das wird simpel gespielt eigentlich, ne, von 1 bis 4, irgendwie sag ich jetzt mal, triffst du den Gegner oder gelingt dir etwas und alles drüber halt nicht oder, ja. Ja, aber wie gesagt, das wollte ich euch einmal nur zeigen. Wenn ihr Bock habt und hier in der Nähe seid, schaut auch gerne mal unten, da ist die Homepage verlinkt vom Friesenhammer. Oh, die beiden habe ich was vergessen. Könnt ihr mal drauf schauen und mal vielleicht einen Kommentar oder so hinterlassen. Ja. Das hier war der Dungeon in einer Box. Bum, bum, bum. Klingt wie ein neues Format, ne? Gut, und jetzt zeige ich euch mal, was Helldivers sind. Und ja, es gibt dazu tatsächlich Modelle. Bis gleich. Über Erde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Mann! Süße Freiheit! Kennen Sie das? Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Und zwar habe ich hier aus dem 3D-Drucker die Helldiver-Modelle. Die werde ich jetzt erstmal mit meiner Airbrush schwarz grundieren. Dafür habe ich schon vorbereitet, dass ich ein verdünntes Schwarz habe. Die werden jetzt einfach grundiert und danach halt trocken gebürstet und dann bemalen wir sie. Ja. So, und bevor jemand meckert, ja, ich habe keine Abzugsanlage hinten aufgebaut, weil für die vier Modelle hatte ich da keine Lust zu. Und deswegen sprühe ich schön auf die grüne Matte. Ja, ja, so ist das. Natürlich sollte man eigentlich immer ein bisschen irgendwie sollte man immer ein bisschen darauf achten, dass man eine Maske und sowas trägt. Die habe ich auch auf. Und am besten halt so eine Lüftungsanlage haben,
weil es fliegen immer irgendwelche Farbpartikel etc. rum. Da ich aber hier einen sehr kleinen Raum habe und ich dafür hätte alle meine Farben wegräumen müssen und dann nur für eben 3 Minuten sprühen, da habe ich gesagt, nee, Maske reicht heute. Und ja, jetzt besprühe ich hier schön vorsichtig alles mit Schwarz, dass es vernünftig deckt. Und dann sehen wir uns gleich wieder beim Drybrushen. Bis gleich. So, jetzt haben wir die fertig grundiert und trocknen gelassen. Und jetzt fangen wir damit an, sie erstmal mit einem Grau zu drybrushen, oder trocken zu bürsten, wer das deutsche Wort möchte. Und dann, wenn das trocken ist, werden wir das Ganze nochmal mit einem hellen Weiß trocken bürsten. Und ja, dann nehmen wir uns schwarzes Speedpaint tatsächlich einfach und schauen mal, was wir so erreichen. Weil das Schöne an den Helldivern ist ja, die haben eigentlich schwarze Uniformen mit gelben Akzenten drin, was eigentlich sehr, sehr cool aussieht. Bin mal gespannt, ob ich das gut hinkriege. Ja, dann sage ich mal, auf, wo sind meine Pinsel? So, jetzt haben wir das soweit fertig. Jetzt sind sie grau und weiß grundiert. Jetzt nehmen wir uns von Armypaint das Speedpaint. Einmal das Grim Black. Ja, ihr seht hier, man sieht schön, ich sag mal, die Erhöhung und die Vertiefung. Genau, Grim Black nehmen wir von Speedpaints. Und ja, klatschen das jetzt erstmal drauf. Ne? Das Schöne ist ja, dass bei dem Schwarz, dass die, ja, die oberen Teile auf jeden Fall heller werden. Das heißt, ihr habt schon ein bisschen Schattenwurf. Das heißt auch, dass man halt nicht so super viel nacharbeiten muss. Ich werde es natürlich ein bisschen machen. Aber wie gesagt, spielfertig werden sie quasi schon wahrscheinlich nach diesem Speedpaint-Anstrich, sag ich mal so. Ja. No. Da aber Helldiver ja immer zu viert unterwegs sind und nur zu viert, kann man sich da auch mal ein bisschen länger hinsetzen und vielleicht noch ein bisschen was mit einem dunklen Grau oder so machen, dass man die Erhöhung noch mal ein bisschen rausarbeitet, zumindest hier bei den dicken Mänteln oder so. Ja. So, das werden wir jetzt machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir so weit, dass wir mit dem Gelb anfangen können. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Und zwar werde ich bei den Helldivern die Kanten, werde ich die Kanten gelb malen, wie ihr hier seht, beim Umhang, weil Helden tragen Umhänge. Das ist so ein Spruch von der Supererde. Und ja, die Kanten halt auch von den Rüstungen, weil die sind auch tatsächlich, also es ist ein sehr, sehr cooles 3D-Modell, die sind tatsächlich richtig schön ausgearbeitet. Da können wir dann halt super drauf malen. So, das machen wir jetzt erstmal mit allen Figuren wieder mal. Wie gesagt, ich finde es dann immer ein bisschen langweilig, aber ist halt so, wenn man mehrere Modelle gleichzeitig bemalen möchte, muss man halt nach und nach immer dasselbe am besten machen, damit man, ich sag mal, die Routine hat. Weil wenn ich jetzt das Modell fertig mache, dann einen Tag stehen lasse oder zwei, oder dazwischen ein anderes Modell bemale, dann ist dieser Gedanke wieder weg und ich weiß nicht mal mehr, welche Farben ich benutzt habe. Ne? Wenn ich das jetzt aber hier in einem Rutsch durchmache und die Farben hier stehen lasse, dann kann ich mich morgen auch wieder dran setzen und das nächste Modell malen, weil ich ja weiß, oh ja, da links sind meine Farben, die ich benutzt habe. So, ne? Zugegeben, ich habe eine Menge Farben, aber ich stelle mir die immer dann hin für die Modelle, die ich bemalen möchte. Das ist nur so ein kleiner Tipp von mir.
Sagt, wenn ihr sagt, keine Ahnung, ich will den Ork bemalen, der soll Gunbolt Metallrüstung kriegen, der soll das und das Grün kriegen, der soll das und das Rot für die Augen kriegen, der soll das und das für die Hose kriegen. Stellt euch die Sachen raus, malt den an, stellt die Sachen wieder weg, nehmt das nächste Modell, überlegt wieder, welche Farben wollen wir da haben oder welche Farben brauche ich. Natürlich, jeder greift mal nach, habe ich auch gemacht. Ich kann mir auch nicht alle Farben da vorher raussuchen, das ist halt so. Na? Aber zumindest, ich sag mal, die Grundfarben. Und im Endeffekt könnt ihr tatsächlich mit 3-4 Farben schon ein Modell richtig geil bemalen, weil ihr könnt ja auch mischen. Ja, das werde ich auch noch machen. Ich werde Schwarz und Weiß hier mischen, damit ich ein Dunkelgrau rauskriege, was ich für den Mantel zum Beispiel benutze. Damit ich die höheren Stellen rausarbeite. Aber das sehen wir später. So, jetzt wird erstmal gelb gemalt. So, jetzt haben wir alles gelb gemalt. Das klingt total doof. Haben wir alles fertig gemacht. Ihr seht, mit diesen zwei Farben und ich sag mal ein bisschen Silber für die Waffen, kann man hier tatsächlich einiges draus machen. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Ich habe jetzt zum Beispiel hier, dieser Mantel ist gelb-schwarz. Da habe ich über das Gelb noch ein Ink drüber gehauen. Und dann nochmal mit dem Gelb ein bisschen die Erhöhungen wieder rausgearbeitet. Und bei dem schwarzen Mantel habe ich auch mit Grau, mit einem dunklen Grau, habe ich auch die Erhöhung halt rausgeholt. Genauso hier. Ist eigentlich relativ simpel, aber ich finde, es macht immer wieder einiges her. Sieht immer schön aus. Das sieht aus, A, als hätte man sich Mühe gegeben und B, sieht es halt einfach plastischer aus. Ja, also ihr seht, die Modelle sind echt, echt cool. Und ich freue mich auch, dass ich die gefunden habe. Ich werde euch den Link unten auf jeden Fall in die Kommentare packen. Für diejenigen, die einen 3D-Drucker haben und Helder was mögen, die können dann da mal reinschauen. So, jetzt nehmen wir noch Greenskin und machen das Funkgerät und die Panzerfaust ein bisschen farbig. Sprich, ein bisschen grün. So, jetzt haben wir die vier Stück fertig. Ich habe mal ein bisschen rangezoomt. Ich hoffe, die Kamera spielt mit, dass ihr die vernünftig sehen könnt. Ich werde auf jeden Fall gleich noch ein paar Fotos machen und die euch hinten dran packen. In der Hoffnung, dass ihr halt zufrieden seid damit. Gut, die Basis, die muss ich noch machen. Aber da weiß ich noch nicht, was ich da hin mache. Wahrscheinlich mache ich einfach nur irgendwie Sand drüber oder so. Ich sag mal, so ein Kriegsgebiet, so ein Schlachtfeld, das ist ja nun mal nicht noch irgendwie grün, ne? Das ist ja nicht unbedingt eine Wiese, da ist ja alles Mögliche drüber gefahren und explodiert und weiß nicht was. Die Sicht, heißt das Sichtscheibe?
Also vom Helm, wo man durchgucken kann. Das Visier quasi. Das habe ich tatsächlich mit Silber gemacht und dann mit Magic Blue von Speedpaint drüber gemacht. Also drüber gemalt. Dadurch sieht das eigentlich ganz cool aus. Halt nicht einfach nur ein schwarzes Visier, das wäre ja ein bisschen doof, sondern so ein dunkles Blau. Ne? Ja, hier seht ihr auch, dass ich den Mantel so ein bisschen rausgearbeitet habe. Ganz zufrieden bin ich ehrlich gesagt mit dem jetzt noch nicht, aber ich sag mal, es ist ausreichend für ein Tabletop-Spiel. Ihr könnt das Spiel super spielen mit den... Also ihr könnt die Modelle super benutzen, zum Beispiel für One-Page-Rules Skirmish. Ja, da ist die Webseite auch verlinkt unten. Da könnt ihr Vierertrupp gegen Vierertrupp oder ähnliches kämpfen lassen. Oder halt für Gang Wars, dann habt ihr eine eigene Gang. Ja, könnt ihr eine Helldiver-Gang machen. Und ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ne? Oder halt jedes andere System, weil... Ich sag mal so, theoretisch könnt ihr ja überall einfach eine andere Figur nehmen, solange der Mitspieler sagt, ja, ist in Ordnung. Ne? Dann weiß ich so nach dem Motto, ja, das sind deine Infanteristen. Ja, okay. Ja, ihr könnt also auch 20 von denen ausdrucken, wenn ihr wollt, und sagen, das sind jetzt zwei Regimenter von einem Planeten bei Warhammer 40k oder so. Und dann geht das schon. Ne? Also man muss ja nicht päpstlicher als der Papst sein. Ja? Der hier ist mir ganz gut gelungen, finde ich. Der ist richtig schön geworden. Da ist leider das Base kaputt gegangen. Aber es ist noch machbar. Und er hat ja auch irgendwas, ne? Da kann man ja auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen modellieren, dass das so aussieht, als würde er gerade über so eine Erdspalte hüpfen oder sowas. Gut. Was ich auch ganz cool finde, das zeige ich euch jetzt noch eben, denn es gibt nicht nur die Helldiver. Hier zum Beispiel haben wir einen Stürmer. Ah gut, da ist jetzt natürlich noch viel Krams dran. Den habe ich gerade aus dem Drucker geholt. Also gibt es einmal den Stürmer. Dann haben wir hier noch einen von diesen, ich glaube, Spiren sind das. Also diese Spuckviecher. Ja, haben wir auch noch. Da werde ich auch mal ein Video zu machen, wie ich die bemale. Die wird ein kurzes Video, geht relativ fix bei den Jungs. Denke ich zumindest. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich die auch irgendwie abkriege. Und ja. Ach so, und natürlich wie immer mein Dank an alle Kanalmitglieder. Schön, dass es euch gibt und schön, dass euch mein Content gefällt. Die laufen jetzt hier auch einmal durch. Und dann gucken wir uns jetzt mal ein paar Fotos an. Ich wünsche euch was. Bye, bye.